Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Hofgeschichten, meine lieben Freunde. Ja, wir haben zeitlang ausgesetzt, aber jetzt sind wir wieder da. Der Mene und der Cyril Peter sind natürlich mit dabei. Mit. Ja, moin, moin. Ahoi. So. Ich geh erstmal Tiere. Wie sich das gehört, gehe ich erstmal zum Bier. Ja, ich habe auch eins offen. Hier ein schönes, helles. Dein Klobier. Nee, was war das? Dein Klobarbier. Ja. Ah, Prost, Leute. Nein, nicht Hopfen. So. Prost. Ja, es geht heute mal wieder hier um unseren Hof. Ist, wie gesagt, wir haben längere Zeit ausgesetzt, weil wir auch viel zu tun hatten und auch viel anderes zu spielen. Ihr wisst es, wir sind natürlich auch im Wasteland unterwegs. Ja. Aber ich finde, momentan sieht unser Hof dem Wasteland nicht so unähnlich. Nein, es ist außer die brennenden Zombies ansonsten eine frappierende Ähnlichkeit. Ja. Hast du jetzt die ganze Milch schon so geholt, oder was? Ja. Aha, okay. Habe ich. Wo soll ich die verbringen? Wohin verbringen? Was ist denn heute eigentlich der Plan? Haben wir einen Plan für heute? So wie immer nicht. Sollen wir nochmal in die Mine? Da hatten wir ja, genau, da hatten wir ja immer das Minenziel, die Mine weiter zu erkunden, ne? Gute Schwerter haben wir doch als alle, oder? Haben alle einen Katana? Lava-Katana? Lava-Katana. Heißt das so? Dann hat er Lava. Ja, habe ich tatsächlich. Sollen wir nochmal in die Mine jetzt, oder was? Können, haben wir denn Felder, die wir bestellen müssen? Ich weiß es nicht. Nee, ich habe schon alles. Also nicht gegossen. Okay. Hatte ich noch keine Lust zu. Ich habe ja jetzt meine geile Iridium. Oh yeah. Ja, komm, scheiß drauf. Dann lass uns in die Mine gehen. Habt ihr was zum warte, ich muss doch noch gerade gießen. Anziehen? Meine Gießkanne, glaube ich. Zum Essen, meine ich? Ja, ich habe noch Brot. Ich glaube, meine Gießkanne habe ich doch auch aufwerten lassen, oder? Die ist doch noch bei dem Schorsch da hinten. Das weiß ich nicht. Okay, Brot habt ihr, alles Ich glaube. Wir müssen unten die Preiselbeeren noch gießen, bitte, weil die sind teuer. Ja, aber ich kann nicht, ich bin out of Gießkanne. Denn unten links waren die irgendwo, ne? Ja. Yes. Oh, beim Brilli, da scheint richtig die Sonne hier durchs Fenster in seiner Bude, du. Hä? So. Ja. Was? Wetterbericht. Willkommen, bla. Morgen, es wird wolkig mit Windböen den ganzen Tag. Ja, schade, morgen regnet es nicht, hätten wir morgen gehen können. Aber dann gehen wir halt heute. Wir gehen ja morgen auch. Ach, auch. 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 Ja. Wir gehen morgen auch. Mine ist unser neues Zuhause. Eine Woche Isolation. Und das Wasser leer, meine Güte. Oh, ich bringe einen Baum. Liebe Frau Merkel, auch ohne Pause. Ja, Leute, hier auf unserem Hof ist der Coronavirus natürlich noch nicht ausgebrochen. Hier ist noch alles beim Alten. Meinst du? Ja, wir sind hier im Sternental. Heißt das so? Heißt das Sternental? Sterntautal. Sterntautal. Hier sind wir auf jeden Fall gut isoliert von der Außenwelt. Sehr gut. Leider zahlt sich der jahrhundertelange Inzest langsam aus. Den Mene mit Willi betrieben hat. Mene und Willi, genau. Der Fischer. Das ist einfach ein geiles Paar. So. Oh Mann, ey. Dann mal schnell rüber. Schnell zu Pam. Mach das Tor zu, ey. Lava Katana ist dabei. Was rauscht denn hier so? Der Rauschefuchs? Ah, das kann sein. Wer gibt mir Geld aus? Achso, für die Tickets. Ja. Und schmeckt lecker, hallo. So ein Klobier, hallo. Ne? Ja. Klobarbier. Klobarbier. So, der Mene fehlt noch. Wer gibt denn da Geld aus? Ich find's ja ganz witzig, wenn man mal so diese Blocken beliebten Apokalypse-Sendungen bei Netflix oder anderen Streaming-Diensten guckt, wie Walking Dead und du kommst nicht nein. Vampir, ganzen Vampir-Dinger und so. Ja. Ich hab da nicht eine einzige Serie gesehen, in dem die ganzen Leute, die noch überlebt haben, Klopapier als allererstes gekauft Klopapier gekauft haben. Ja. Nee, das machen nur die Deutschen. Ja, ich begreife das nicht. Nee, ja, wer begreift das schon? Man kann sich den Arsch auch einfach waschen zur Not. Hier oben, ja. Wir wollten doch Löcher, keine Leitern. Ach ja, stimmt ja, das war. Ja, aber Löcher machen ja auch Aua, aber ist egal. Und machen Löcher sie, sind machen nicht sie immer, nicht. Nee, machen sie nicht. Löcher sind nicht immer da, ne? Ja.
Ja gut, aber was willst du machen? Wir kommen so nicht weiter. Das haben wir letztes Mal rausgefunden, wenn wir nur die Leitern nehmen. Es ist halt einfach scheiße, dass du so limitiert bist, von deinen nachts um zwei wieder zu Hause sein zu müssen. Ja. Aber heute sind wir ja relativ früh los eigentlich. Naja, es geht. Aber nochmal auf das Thema drauf zurückzukommen, von wegen mit dem Klopapier. Da gibt es ja gerade so ein Meme, was ich gerade so ein bisschen feier, aus dem Film Outbreak, ne? Von wegen, wo sie da, wo die eine sagt, oh, sie sind alle tot, aber habt ihr gesehen, ihre Ärsche sind so sauber. Nee, ist nichts. Das finde ich einfach geil. Ja. Also doch nicht. Die Leiter. So, was ist, warte mal, hier ist doch noch irgendwas, oder? Ah, der wäre gleich die nächste Leiter. Ja, dann runter da. Oh oh. Katana. Schön den Last Hit abgestaubt. Ups. Aha, der Griefer King. Oh, hier ist so ein Blob, so ein dicker. Ja. Naja, das mit dem Klopapier verstehe ich halt auch nicht. Das wäre aber das Letzte, was ich kaufen oder horten würde. Ja, genauso wie Haarmilch. War, ey. Bleh. Ich würde mich eher umbringen. Ich würde eher sterben, als Haarmilch zu horten. Der Server ist schon wieder im Arsch. Oh no. Du bist runtergeflogen. Ist das schon wieder so? Ja. Ist die Leiter. Ich habe darüber was gelesen, wie man das fixt, meine ich. Aber? Müssen wir gleich mal gucken. Versuch noch jetzt erst nochmal die Folge jetzt so zu, und dann gucken wir mal dazwischen. Versuch nochmal drauf zu kommen. Ja, versuche ich gerade. Ah, du bist ja dann wieder in der zu Hause, ne? Ja. Ich bin zu Hause, ja. Also ich weiß nicht, ich bin da fast tot. Ich nicht noch mal rein. Ah, nee, das ist meine Energie. Nee, du kannst dann, keine Ahnung. Ich gehe mal zum Schneider. Ja, 17 Uhr hat der Schmied wahrscheinlich auch schon wieder zu. Der 18 Uhr macht er zu, wenn du 18 weißt. Uhr, na dann machen wir schnell hier. Also das Krasseste war ja vor einer Woche oder so. Oder vor zwei Wochen, weiß gar nicht, wann dieser Hype da losging. Da war ich bei ganz normal einkaufen und wollte halt einfach Milch mitnehmen, weißt du? So, und auf einmal gucke ich bei der Milch, da gab es nichts mehr, außer diese 0,1%, die ja schon quietscht beim Schlucken. Mhm. Völlig verrückt. Und jetzt letztes Mal tatsächlich kein Klopapier, kein keine Küchenrolle. Ja, ich wollte ganz normal Klopapier kaufen. Ne? Also wirklich ganz normal, also was man halt für einen normalen Bedarf, eine Packung, keine Chance, alles leer. Ja, alles leer. Ich habe, ich war letzten Freitag Großeinkaufen mal. Also was heißt Großeinkauf? Halt Wocheneinkauf. Wocheneinkauf halt. Im Hit bei uns. Und da war halt alles in rauen Mengen da. Wirklich, da war nichts irgendwie. Da waren extra noch so Corona-Aufbauten, wo halt wirklich Dosen neben Toilettenpapier, neben Wasser irgendwie war. Okay. Und also es war wirklich, hat nichts gefehlt oder so. Und heute war ich halt nochmal im örtlichen Rewe, der halt viel, viel kleiner ist. Und da war auch tatsächlich kein Klopapier mehr da. Aber ansonsten war eigentlich alles noch da. Ja, aber trotzdem also, ist doch bei uns war crazy. Auch alles da. Alles außer halt Klopapier. Was ich geil finde, ist, ich habe es ja auch schon bei Twitter eben gepostet, wenn Leute jetzt denken, dass sie Küchenrolle oder Tempus halt zum Scheißen nehmen können, dann will ich nicht wissen, wie viele Rohre demnächst so verstopfen. Ja, und die Typen in der Kläranlage sagen auch herzlichen Dank. Ja. Kommen wir jetzt eigentlich die Leute halt einfach nie mit. Mit den beiden Leitern hier, kommen wir in dieselbe Ebene? Oder wo kommen wir da raus? Ja, kommen wir. Dann gehe ich mal die und du gehst mal die. Ja. Okay. Das haben wir schon mal getestet. In der alten Mine damals. Zu meinen Schwiegereltern kommt ja jeden Tag. Wo ist denn der Zwiebel? Achso, der ist ja gar nicht hier. Ich bin ja, genau. Zu meinen Schwiegerleuten kommt ja jeden Tag zum Pflegedienst. Ja. So, und die haben. Ja, wegen der Erkältungszeit und sowieso, ja, haben die immer so eine Flasche Desinfektionsmittel mit dabei. Und die wurde heute allen Ernstes von einem Passanten angequatscht, ob sie ihm die nicht verkaufen möchte. Er würde ihr 300 Euro geben. Ja, 300? Also, ja. Da hättest du sofort ich auch. Ich habe hier eine ganze Flasche, 500 Milliliter. Würde ich direkt die haben da sicherlich noch ein paar mehr, veräußern. Es ist halt trotzdem scheiße, dass sowas dann eben... Naja, dass solche Idioten also, der Meinung sind, mit dir können sie alles machen. Also mal, wir haben jetzt auf der Arbeit, haben wir uns Ethanol und, was ist das? Propanol? Bin mir gerade nicht sicher, womit man das mischt. Haben wir jetzt jedenfalls in rauen Mengen gekauft. Was heißt rauen Mengen? Ich habe 2 Liter jeweils. Und damit können wir uns das jetzt selber anrühren. Also das ist ja auch nicht das Problem, das checken aber Leute aber auch nicht. Aber ihr müsst auch zumachen jetzt, oder? Nö. Nee? Wir sind ein lebensmittelverkaufender Marktstand quasi und die dürfen aufbleiben.
Vor allen Dingen, weil es viel safer ist als jeder. Ja, weil es viel safer ist als jeder Laden oder sowas. Ja. Aber kriegst du aus dem bisschen Zeug ein Desinfektionsmittel, was Virozid sind? Virozid ist vollkommen egal. Oder ja, auf jeden Fall. Die meisten Viren gehen dadurch kaputt. Es geht ja nur darum, bei Viren die äußere Hülle kaputt zu machen. Ja, ja, ist schon klar. Und das kriegst du mit Alkohol und ich weiß gar nicht, ob es Propanol war, irgendeine andere zweite Mixtur. Zutat. Und dadurch kriegst du Desinfektionsmittel. Der Boris, mein Kollege, muss das wissen. Der ist auch Virologe. Ah, okay. Nee, Mikrobiologe ist er. Ah. Ist aber auch, kennt sich auch mit Viren aus. Er hat an Malaria geforscht, lange Zeit. Mit Bieren kennt er sich aus, ich auch. Mit Bieren auch. Da bin ich dann wieder der Experte. Obwohl, du kennst ja bloß Augi. Halt's mal. Ach, Corona. Das reicht. Mehr muss man nicht kennen. Hier ist er. Wo bist du? Da. Ist die Frage. Nee, ich dachte, da hängen Früchte am Baum. Doch, da, siehst du. Lustig doch. Blub. Ja. So stehen wir im Rücken zu denen. Wir müssen auch bald zurück, ne? Ja. Ja. Welche Etage sind wir jetzt? 10. Oh nein! Was? So wie es ankommt, kommt der Mähne früher zurück. Bist du gestohlen oder was? Ja, ich versteh's gar nicht. Ich hab's gar nicht mitgeschnitten jetzt. Er hat das bewusst. Er wurde bewusstlos geschlagen, steht hier. Ja. Haben sie ihn schön umgenockt. 1000 G gekostet. 2 Gegenstände verloren. Okay, da versuche ich jetzt irgendwie zurückzukommen. Okay, das könnte sich jetzt schwierig erweisen. Sollen wir zur Leiter kommen? Ja, ja, aber die sind jetzt alle wieder erwacht und stehen alle an der Leiter. Oh, oh. Lass mich durch! Ah! Geh doch! Ah! Oh! Das war knapp. Aber das Rückfahrtticket kostet geschafft? 250, ne? Nee, gar nichts, oder? Kostet Geld? Nee, hier ist kein Ticketschalter. Einfach nur rein und zurück. Ach so. Ich glaube, du kaufst ja immer hin und zurück bei der guten Pam. Rein und raus, verstehst du? Siu! Also Linie. Level 11 waren wir jetzt, ne? 10. Meine ich ja, 10. 10. Ja. So, ich gehe schon mal in die Kiste. Bei mir liegt der Hund auf dem Bett. Egal. Also ich würde jetzt sagen, wobei dann macht meine Gießkanne auch nicht mehr so viel Sinn. Was denn? Ich wollte gerade sagen, dass wir das ganze Iridium, was wir jetzt in dieser Mine finden in nächster Zeit, dafür nutzen, Rasensprenger zu bauen. Iridium-Rasensprenger. Mhm, jetzt auf einmal doch. Ich habe keinen Bock mehr zu gießen, diese Fuck-Scheiße. Halt in Anspruch. Ah ja, nu. Regnet es jetzt heute? Wie war das? Nee, bewölkt ist, glaube ich, heute. Glaub ich nur. Ja, dann lass schnell gießen und nochmal in die Mine. Go, go. Soll der Terz. Wir brauchen Erz. Prost. Danke. So. Oh, ich hab Post. Das regnet Blätter. Ich hab Post. Hi, wie geht's dir? Ich hoffe, dir gefällt das beigelegte Geschenk. Tschüss. Du bist doch gar nicht beim Briefkasten. Emily. Ich hab Stoff von Emily. Alter, was ist denn hier mit den Tieren los? Wo hast denn wir haben jetzt alle unseren eigenen Briefkasten. Ach so. Seit ein paar Folgen. Was ist denn mit den Tieren hier los? Die dümpeln alle beim Gras, beim Frischen. Ist fast keins mehr da, wa? Ach so. Ach, jetzt ist hier ein Riesenauflauf von den Viechern. Die lieben das Gras. Wir müssen so ein Gras kaufen, neues. Also ich habe das damals gemacht und wurde von euch ausgelacht. Wie kannst du unser Geld für Gras opfern, hieß es. Ich hab gerade einen Trüffel gefunden und übrigens das Huhn. Was? Wo? Wie? Wo hast du Trüffel gefunden? Das lag einfach hier neben dem Schwein. Ja, die Schweine finden den halt, ja. Einfach random oder was? Einfach random aus dem Boden. Es lag einfach hier auf dem Boden rum. Brauner Haufen. Dann sollten wir die Schweine vermehren. Dann sollten wir die Schweine vermehren und über den ganzen Hof laufen lassen. Hier gibt es ja auch noch meine Gras. Meinung. Vielleicht sollten wir die Grenzen einfach erweitern von den Viechern. Ja. Weil hier gibt es ja einfach noch Gras. Verstehst du? Erweitert doch mal die Grenzen von den Viechern. Also ich wäre dafür, die Grenzen der Viecher zu erweitern. Ja, dann machen wir mal das mal. Dann erweitern wir mal die Grenzen der Viecher. Das hört sich gut an. Peter freut sich da auch drüber. Ja, ist übrigens hier. Die ganzen Mauern sind irgendwie kaputt. Also die haben ziemlich viel Auslauf. Okay. Süße Edelsteinbeere. Mhm. Klingt komisch. Mahlzeit. Stimmt, Terrorhuhn ist erwachsen, ja. Ist erwachsen? Also kommt uns jetzt heimsuchen. Ja, guck's dir mal an. Das komm ich gleich. Dämonenhuhn oder was auch immer. So, ich fahr mal in eine Stadt und guck mal nach meiner Gießkanne.
reingegangen oder was? Ja. Ey, Gustav, Essen ist ganz schön abgeholt! Was ist? Ich mal gucken, was das Dämonenei, das Schattenei Kohle bringt. Schattenei? Ah, ich habe eine Gold, die ist keine. So, was kostet der nächste? Iridium. Und 25.000. Stimmt. Es gibt einen Kupfermülleimer, ETF. Aber willst du jetzt auch noch ein Iridium machen? Oder sollen wir auf Iridium-Rasensprenger gehen? Nein, alles gut. Ich wollte halt nur gucken, ob es nach dem Gold jetzt dann noch eine Zwischenstufe gibt oder so, aber. Nee. Dann halt nicht. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder mitgießen. Immerhin. Was ja, kann ich mal. Warte, ich gucke euch selber. Ich kann ja auch bauen, oder? Guck mal, was der kostet. Was denn? Iridium-Rasensprenger. Wo ist der denn? Hier. Iridium-Rasensprenger. Das ist gar nicht so teuer. Ein Goldbarren, easy. Ein Iridium-Barren, okay. Das sind, glaube ich, 5 oder 4 Iridium-Erz. Und. Wo ist er? Eine Batterie. Ist gegangen. Ja. Eine Batterie. Er sagt mal, 24 Felder um sich herum. Also. Wie gießt ihr denn? Wie gießen wir denn? Auf der Taste draufbleiben. Auf der Taste. Ja, alles klar. Ist ja bescheuert, ey. 24 Felder, das sind einmal die 8 um ihn rum und dann noch einer, ne? Ja. Hast du dafür das Schattenei benutzt? Ah, fuck. Was hast du gemacht? Hast du gegessen? Nee, ich hab Omelettes gemacht und es hat das Schattenei mit benutzt, obwohl wie viel, ich nicht wollte. Wie viel gehen wir heute nicht mehr in die Mine? Sehe ich das richtig? Aber hier sind doch. Hä? Ja, keine Ahnung. Nee, ist schon zu spät. Aber hier sind doch, die Viecher laufen doch überall frei rum und können sich doch hier an das Gras, in dem Gras gütlich tun hier unten. Ja, ja. Die sind ja blöd. Ja, die wollen wahrscheinlich einfach nicht so weit laufen. Also es liegt, wenn dann am Iridium. Batterien habe ich zum Glück nie verkauft, sondern gespart. Okay. Das heißt, davon haben wir ein paar. Wie viel Iridium haben wir denn überhaupt? Iridium haben wir nicht so viel. War das nicht so, dass wir das Iridium, war das nicht auch mit bei diesem Laden in der Wüste, was man kaufen konnte? Nee. Keine Ahnung. Kaufen kann man das, glaube ich. Dass man da Iridium kaufen konnte. Was ist denn das? Verfeinertes Quarz? Wo ist denn das Ganze? Ich hab das gerade, ich schmelze es gerade ein. Ach so, okay. Oh, nur Kohle. Kohle müssen wir noch genug haben. Yes, ein bisschen ist noch da. Hier, Iridium-Sprenger. Ein Gold, ein Iridium, eine Batterie. Das geht ja eigentlich, genau. Ja. Also ja, da müssten wir halt einfach mal dementsprechend dann einrichten. Ja, ne? Wir setzen dann erstmal das Iridium-Sprenger-Ding und gucken uns an, in welchem. Weiß ich. Zwei Felder um mich herum. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Müssten 24 Felder sein. Wo ist denn das? Bist du für Steine und so Gedöns? Also für Stein und Holz. Zweite. Da, wo dieses Essen ist. Wo es Omelette drauf ist. Ah, ja, stimmt. Okay. Es ist ein Spiegelei, keine Ahnung. Mene, wo packst denn du diese Leinen, diese Stoffballen hin? Im Moment habe ich die in meinem Inventar, aber. Ja, warte, pass auf, dann kriegst du die hier, gucke. Ich habe noch einen. I love you. Mene, bist du noch da? Ja, hier. Okay. Einfach anklicken. Ja, weil. Ja. So, bitte. Hier nochmal Mineral. Das süße Edelsteinbeere mit Abstand das süßeste, das du je gerochen hast, steht da. Mhm. Soll ich die mal in deine Küche legen? Gern. Oder sollen wir die verkaufen? Im Moment eigentlich egal, ehrlich gesagt. Du bist mir auch egal. Ja, das weiß ich. Ihr seid wieder so nett zueinander. Nein, er ist mir nicht egal. Ich mag ihn. Auf deine Art und Weise. Wo ist denn das Terrorhuhn? Hier. Ich kann sowas auf meinem Hof nicht dulden. Shadowbringer. Ja. Sieht heute wirklich glücklich aus. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Blut tropft von seinem Schnabel, aber es sieht sehr glücklich aus. Das Grinsen. Da liegt doch Trüffel, guck mal. Wo? Warum heißt lass mich sehen, warum lass heißt, mich sehen. Hier, warum heißt der Hase Eo? Das ist Trüffel. Ah ja. Willst du damit kochen oder sollen wir mal einen verkaufen, um zu sehen, was es gibt? Ich glaube, im Moment habe ich noch kein Rezept dafür. Müssen wir das nicht auch nur irgendwo abgeben? War nicht Trüffel irgendwas, was wir noch... Ich glaube, im Dingsbums-Center müssen wir noch Trüffel abgeben. Nee, ich glaube nicht.
Aber irgendwas war doch mit Trüffel. Doch, Trüffel nicht? Tatsächlich, bei Bündel Koch. Soll ich das mal abgeben gehen? Ja. Hier das mal abgeben. 20. Warte, ich komme mit. Also 5 mal 5 Felder. Ich gehe es abgeben. Ja, ich komme mit, warte. Ins Gemeinschaftszentrum. Yes, wir gehen gemeinsam ins Gemeinschaftszentrum. Boah, ich bin so geil cool einfach, Mann. Geilen Bart und der geilen Cappy, schwarzes T-Shirt. Leute, ey. Sieht so ein bisschen wenn's aus so ein, wie so ein Kung-Fu-Camper. Wenn es so einen weltweiten Contest gäbe, die beste Figur hier bei Stardew Valley, ich würde einfach meilenweit gewinnen. Würde garantiert der Brilli abgreifen, genau. Warte mal, wo ist denn Koch? Koch ist bestimmt in der Küche. Ja, aber da ist schon fertig, ja. Die Küche. Die ist ja schon fertig. Ja, dort du recht. Das ist da nicht. Das muss irgendwo anders sein. Aber Küche hat er gesagt. Kann man denn hier noch was abgeben? Bündelkoch, ja hier. Am schwarzen Brett. Immer, ja, und dann Bündelkoch. Bündelkoch und dann nehmen wir das, Bündel komplett. Oh, jetzt guck mal, jetzt rennt er hier unten wieder. Ah, haben wir das auch fertig, oder was? Das ist der ganze Baum, ist das ganze Brett jetzt fertig? Toll, die Belohnung war 3x pinke Torte. Geil. Gibt 250 Energie und 112 Gesundheit. Na dann teil mal auf, die Torte hier. Bündel Futter und Bündel Verzauberer fehlt noch. Wie machen, ja, die teile ich denn nochmal auf? Hasenpfote, genau. Warte, hier. Und 3 Äpfel. Mene, geh mal da weg. Mene, bleib mal stehen. Mene, geh mal da weg. Mene, bleib mal stehen. Ach, ich hab gemischte Gefühle gerade. Wegen der pinken Torte, oder? Willst du auch eine? Ja, klar. Ansonsten sind alle Räume durch, ne? Es ist nur noch die... Danke. Das fehlt noch. Was fehlt denn jetzt noch? Granatapfel? Und Hasenpfote. Hasenpfote und normaler Apfel. Ja, dann haben Granatapfel wir's ja bald. Haben wir schon, ja. Dann haben wir das Spiel durch, dann ist vorbei. Vielleicht schaffen wir es bis Folge 100. Ich glaube, das hier ist Folge 95. Ja. Dann wären wir bei Folge 100 mit dem Spiel durch. Haben alles geschafft. Jeden klar gemacht im Dorf. Naja. Jedes Rätsel gelöst. Alle verheiratet. Genau. Also, noch einiges zu tun in den nächsten 5 Folgen. Alle verheiratet, alle 27 Affären. Ja, haben alle die unendliche Stufe in der Schädelmine erreicht. Haben auch alles. Wir wissen genau, was es mit dem Dr. S oder wie der. Kanälen auf sich hat. Ja. Das haben wir nämlich auch noch nicht raus. Und nee. Wie hieß nochmal der Dr. S? Nee. Psi? Wir hatten noch eine Aufgabe da von dem. Key. Dr. Key oder Key, ja. Nur ohne. Mysteriöse Key. Hinterlasse eine Regenbogenmuschel in der Kassette bei den Zügen. Ja, das haben wir doch gemacht. Nee. Bei mir ist mysteriöses Key. Du hast eine weitere Notiz von. Die Anfrage ist dieses Mal sogar noch ungewöhnlich. Hat 10 Rüben in den Kühlschrank von Bürgermeister Louis. Ja, siehst du. Oh, Mine, tschüss. Gut, dann muss ich aber morgen mal Rüben kaufen. Wir haben doch Herbst. Und, also bei mir ist zum Beispiel noch, weil ich habe. Der mysteriöse Key, hinterlasse die Regenbogenmuschel und erreiche Ebene 25 in der Schädelhöhle. Leute, das mit den Rüben habe ich immer übersehen. Haben wir noch Rüben? Hinterwurzeln. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ebene 25 in der Schädelhöhle habe ich auch. Das ist aber Keys Herausforderung. Ja, ja, genau. Dann habe ich aber noch das Ding mit der Muschel. Der mysteriöse Key, das habe ich auch. Genau. So, und wie kriegen wir jetzt eigentlich so eine Hasenpfote? Müssen wir jetzt mal den Hasen lang machen oder was? Ja, müssen wir mal. Bestimmt. Oder warten, bis der muss ja irgendwie was von sich geben, wenn der alt genug ist, der Hase, weißt du? Na ja. So wie bei den Schweinen der Trüffel. Irgendwelche Kekel halt. Hä? Man muss den schlachten und die Pfote nehmen, oder nicht? Glaube eben, ich hat nicht. Man gleich 4. Ich glaube, der droppt das als... So, ins Bett gehen. Ja, bin schon drin. Ich noch nicht, ich verkaufe gerade noch 2 Bier. So. Kann er es wagen. Hm. Ich wäre auch ein schlechter Geschäftsführer von Augustiner. Ich würde nie was verkaufen. Alle Haustrunk. So, dann ist die Folge auch zu Ende, wa? Yes. Ja. Dann kümmern wir uns mal um das Multiplayer-Problem. Ja. Das Wenn wir es nicht lösen, dann werden wir das Spiel wohl nicht durchspielen. Tschüssi sagen. Tschüss, liebe Leute! Ja, kurz und bündig. Bleibt gesund. Ciao. Ciao!